Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Donnerstagabend, 22.17 Uhr, zweites deutsches Fernsehen. Live und Sie sind mit dabei. Sie wollten im Urlaub eine schöne Zeit in Istanbul erleben. Ein Selbstmordattentäter riss Sie mit in den Tod. Sie wollten feiern und auf das neue Jahr anstoßen. In Köln endete das in einem Albtraum von Gewalt. In dieser ersten Sendung 2016 hätten wir gerne über etwas anderes gesprochen, aber das neue Jahr beginnt wieder mit Terror und Angst. Das Leben der Deutschen ist gefährlicher geworden. Nach langen Jahren des Friedens auch lebensgefährlich? Ist es das, was Politiker meinen, wenn sie von einer Zeitenwende sprechen? Was kann, was muss der Staat für die Sicherheit seiner Bürger eigentlich tun? Strengere Gesetze gegen Straßengewalt, Abschiebung gegen Kriminalität? Oder müssen wir ganz einfach lernen, mit diesen neuen Gefahren zu leben? Darüber wollen wir reden mit diesen Gästen. Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, sagt, vor Terrorismus weichen wir nicht zurück und kriminelle Ausländer werden wir schneller abschieben. Bernd Ulrich, für den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, steht fest, auch ein verschärftes Abschiebungsrecht wird die Zahl der Flüchtlinge nicht nennenswert reduzieren. Guido Steinberg, der Islamwissenschaftler und Terrorismusexperte, sagt, meine größte Sorge ist, dass bei uns ein Anschlag passiert und dann die Flüchtlingsheime brennen. Cem Özdemir, der Grünen-Vorsitzende, stellt fest, Vorgehen und Kommunikation der Kölner Polizei waren ein Super-GAU. Wir müssen die Polizei besser ausstatten. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter erwidert, egal wer regiert, die Politik hat uns Polizisten in den vergangenen Jahren im Stich gelassen. Und Zeyran Ateş, die Rechtsanwältin, fordert, von den Neuankömmlingen müssen wir Anpassung und Respekt verlangen, sonst nehmen sie uns nicht ernst. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Einen guten Abend auch in der Runde. Erste Viertelstunde, liebe Zuschauer, muss den Ereignissen in Istanbul gehören. Herr de Maizière, Sie waren gestern in Istanbul, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die türkische Regierung war sich sehr schnell sehr sicher, dass es sich um einen syrischen Attentäter handelt, der als Flüchtling ins Land gekommen ist. Hat Sie diese Schnelligkeit erstaunt in irgendeiner Form? Ich war da, um mir ein Bild zu machen, aber ich war auch da, um zu zeigen, dass wir Deutschen trauern mit unseren Landsleuten, die da zu Tode gekommen sind. Ich war zusammen mit dem türkischen Ministerpräsidenten, meinem Kollegen bei den Verletzten. Ich war am Tatort, wir haben dort Blumen niedergelegt. Respekt und Trauer ohne auch politische Begleitmusik an einem solchen Tag sind, glaube ich, auch wichtig. Wichtig und richtig. Zu Ihrer Frage, natürlich war das schnell und die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Mein Kollege hat mir zugesagt, dass die von uns entsandten Mitarbeiter des Bundeskriminalamts vollen Zugang zu den Ermittlungsergebnissen bekommen. Denn so einen Mann nochmal zu identifizieren, der einen Selbstmordanschlag macht, ist vielleicht nicht so schwer, vielleicht auch nicht schnell. Aber die Hintergründe, die Beschaffung, Bezüge nach Deutschland und all das, das muss jetzt sorgfältig aufgearbeitet werden, wenn es sie denn gibt. Mhm. Guido Steinberg ist bei uns, Islamwissenschaftler, Terrorismusexperte. Herr Steinberg, schon viel und häufig in dieser Sendung. Was spricht in Ihren Augen dafür, dass diese Analyse, diese schnelle Analyse der türkischen Behörden richtig ist und es sich um einen syrischen IS-Kämpfer handelt? Nun, vor allem spricht dafür, dass die türkische Regierung sich so sicher zu sein scheint. Der MIT, der türkische Nachrichtendienst, ist gut informiert über das, was in Syrien und in der Türkei in den ISIS-Netzwerken geschieht. Nicht zuletzt deshalb, weil es da in den letzten Jahren Kontakte gegeben hat. Trotzdem hat mich die Schnelligkeit dieser Information doch sehr gewundert. Das ist kaum möglich, dass man innerhalb von anderthalb Stunden so sicher sein kann, dass man dann den Ministerpräsidenten die Information reingibt, dem Präsidenten die Information reingibt. Ich vermute, dass da schon einige Informationen vorlagen, möglicherweise Warnungen, bei denen man sich nicht so ganz sicher war, wie ernst zu nehmen die waren, also dass das einen Vorlauf hatte. Allerdings ist das Positive an diesem Ereignis, dass wir ja mehrere Anschläge im letzten Jahr hatten, bei denen wir ISIS vermuten oder den IS vermuten und die türkische Regierung selbst bei Anschlägen auf kurdische Ziele zunächst einmal gesagt hat, ja, es könnte die PKK sein oder es könnte der IS sein. Dass die türkische Regierung jetzt so schnell das Ziel IS identifiziert hat, zeigt meines Erachtens, dass es da im letzten Jahr einen Wandel gegeben hat, dass die Bedrohung durch den IS zum ersten Mal gesehen wird, dass auch die passive Unterstützung, die Duldung des IS-Nachschubs, der Logistik, die wir ja in den Jahren zuvor beobachten konnten, dass die möglicherweise jetzt endet. Und dabei müssen wir die Türkei packen, weil wir sie halt so
so sehr benötigen, um diese Organisation zu bekämpfen. Cem Özdemir ist bei uns, der Parteivorsitzende der Grünen. Herr Özdemir, was ist Ihre Erklärung dafür, dass noch vor der Identifizierung der Opfer dieser Täter feststand für die türkischen Behörden? Gibt es einen anderen, als sehr schnell für Aufklärung zu sorgen, um auch die negativen Auswirkungen für die Türkei in Grenzen zu halten? Also ich verfüge weder über türkische noch über deutsche Geheimdienstinformationen. Insofern würde ich da spekulieren, das will ich aber nicht machen. Was man aber weiß, das ist das, was Herr Steinberg ja auch angedeutet hat, dass die Türkei doch, sagen wir mal, einen etwas kuriosen Umgang hatte mit ISIS lange Zeit. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat man alle Gegner von Assad unterstützt, darunter eben auch ISIS. Sie wissen, dass Kollegen von Ihnen, Journalisten in der Türkei, im Gefängnis sitzen, weil sie darüber berichtet haben, dass der türkische Geheimdienst mutmaßlich Waffen, Unterstützungsmaterial an ISIS, an Islamisten dort transportiert hat. Sie haben darüber berichtet, dafür sitzen sie jetzt im Gefängnis. Insofern muss man wissen, das kann der Innenminister nicht sagen, aber ich kann und tue das sagen, dass wir es da mit der Türkei mit einem sehr schwierigen Partner zu tun haben. Ich teile die Einschätzung, wir brauchen die Türkei, nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, auch wenn wir ISIS besiegen, bekämpfen wollen, wenn wir Stabilität in der Region wollen. Aber ich gehe schon davon aus, dass man Ankara auch deutlich machen muss, es kann keine Doppelstrategien geben. Also man muss klar sein, dass man ISIS bekämpft, ohne jede Hintertür. In der Türkei halten sich viele Leute auf für ISIS. In der Türkei wurde bis vor kurzem noch ganz offen für ISIS rekrutiert. Was ist das für eine Partnerschaft? Ich erwarte von der Türkei, dass alle ISIS-Zellen vollständig bekämpft werden, dass es keine Rekrutierung gibt, dass sie da klar ist und vor allem auch im Kampf gegen ISIS. Wir sind ja dort tätig, wir unterstützen die Kurden im Nordirak. Wir werden nicht erfolgreich sein, wenn man einerseits ISIS bekämpft und die, die ISIS bekämpfen, die Kurden gleichzeitig bekämpft, wie es die Türkei macht. Das wird nirgendwo hinführen. Im Kampf gegen die IS ist Klarheit aber, glaube ich, spätestens seit dem Oktober, dem großen Anschlag mit über 100 Toten. Und spätestens da, seitdem ist ganz klar, dass die Türkei die Gegnerschaft zur IS als Teil ihrer Politik hat. Vorher kann man darüber streiten, aber spätestens ab da. Sie meinen Ankara? Ich meine, den Anschlag in Ankara, aber da hat sich die IS ja nicht dazu bekannt. Nein, aber das ist die Vermutung, dass es IS war. Man darf sich auch nicht von Bekennervideos, Bekennerschreiben abhängig machen. Nee, es gibt Propaganda dabei. Auch in diesem Fall hat es kein Bekennerschreiben durch ISIS gegeben. Seren Atış, Sie kommen aus Istanbul, Sie waren gestern noch in der Stadt. Wie sehr teilen die Menschen in der Türkei den Schrecken und den Schock darüber, was in ihrer Hauptstadt passiert ist? Oder sind sie im Grunde genommen auf eine fatale Weise an Gewalt, an Militär und an Blut gewöhnt? Man ist teilweise an Gewalt gewöhnt. Es gibt im Osten der Türkei Krieg. Man ist gewöhnt, dass jeden Tag in den Nachrichten Tote gezählt werden. Es melden sich Menschen zu Wort und sagen, wir wollen nicht mehr, dass Kinder sterben. Die Leute sollen nicht sterben. Und bei einer Live-Sendung, als ein Moderator von einer Frau angerufen wurde und die Frau gesagt hat, wir wollen nicht, dass Kinder sterben, hat es einen Rattenschwanz jetzt an Problemen gegeben, weil dieser Moderator, der vergleichbar ist wie unser Thomas Gottschalk eine Magazinsendung macht, musste sich entschuldigen dafür, dass er dieser Frau Gelegenheit gegeben hat, sich so zu äußern. Und es wird jetzt gegen ihn ermittelt, wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation. Also die Atmosphäre ist sehr irritierend. Die Menschen sind Blutfließen gewöhnt. Sie sind es gewöhnt langsam, dass jeden Tag Tote am Strand liegen. Die Leichen am Strand der Türkei, in der Ägäis, am Mittelmeer, werden nur noch gezählt, nach Nummern beerdigt. Das sind sie gewohnt. Und man hat gewusst, und es wurde immer darüber geredet, dass der Sultanahmet-Platz gefährdet ist. Und dass so ein Platz, der so gefährdet war, ist seit, ich gehe seit fast 2 Jahren da nicht. Oder dieses Jahr, als ich da war mit einer italienischen Freundin, bin ich ganz schnell durchgelaufen, weil ich habe es im Hinterkopf. Alle sagen, es ist gefährlich. Dass an diesem Platz es passiert und dann werden die Täter so schnell gefasst. Das ist das, was unter den Leuten auch geredet wird. Also spekulieren will ich hier auch nicht. Wie kann das passieren? Man ahnt, dass da was passieren kann. Und dann passiert es und sind die Leute schnell gefasst. Wie kann uns dieser Staat noch schützen? Also die Frage ist insgesamt in der Türkei, wie schützt uns der Staat? Im Osten der Türkei sterben reihenweise Frauen und Kinder. Natürlich auch die Soldaten, ja, von denen immer wieder berichtet wird, jeden Tag. Man zählt, wie gesagt, nur noch die Leichen. An den Stränden liegen nur noch Tote rum. Überall ist der Tod. Ja, was passiert mit der Türkei? Und insofern ist dieses Land in einer sehr schwierigen Situation, offensichtlich aber auch die Deutschen. Frage an Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Leben die Deutschen zu Beginn dieses Jahres 2016 gefährlicher, sowohl in der Welt als auch zu Hause? Und wie sehr ist eine bundesdeutsche Politik daran schuld?
Ich glaube, die Politik kann man da nicht direkt drauf für verantwortlich machen. Die Deutschen haben auch vorher schon in Gefahr gelebt. Also sie waren im Fadenkreuz des Terrors. Und man kann ja nicht sagen, dass die Deutschen im Kampf gegen IS oder im Engagement im Mittleren Osten ganz vorne dran wären. Sondern wir werden aber auch mit verantwortlich gemacht. Und für mich ist eine interessante Frage und auch die beunruhigende Frage, warum macht der IS das eigentlich? Warum provoziert er unbedingt Frankreich mit Paris? Warum provoziert er zweimal jetzt hintereinander wahrscheinlich die Türkei? Einmal Ankara und jetzt in Istanbul. Die sind ja momentan eigentlich in der Defensive. Und ich fürchte, die machen das, um die Regierung zu Überreaktionen zu verleiten. Wir dürfen da nicht vergessen, der Kampf gegen den IS kann die militärisch zwar in die Enge drängen, das ist ganz klar, wenn so viele angreifen, aber durch die vielen Kollateralschäden, die entstehen, möglicherweise deren Rekrutierung, also wieder neue Sympathisanten schaffen. Und darüber muss man, glaube ich, sehr besonnen nachdenken, ob das eine gute Reaktion ist, wenn der IS in Istanbul einen Anschlag macht, um einen Angriff zu provozieren, einen möglichst intensiven, ob das dann eine kluge Antwort ist. Was heißt das? Verzicht auf Kampf gegen IS? Nein, überhaupt nicht. Die Frage ist aber nicht nur, schaffen wir es oder schafft der Westen das oder dieses ganze Bündnis, den IS auf flächenmäßig zurückzudrängen, sondern unter welchen Kosten? Das muss man genau angucken. Und ich frage mich auch, ob man was ausbleibt momentan an möglichen Handlungsweisen, wo man dem IS moralisch und politisch das Wasser abgräbt. Also warum gibt es in Syrien keine Luftbrücke für die Menschen, die da hungern? Warum gibt es keine No-Fly-Zone? Warum gibt es keine sicheren Zonen in Syrien, die man militärisch natürlich schützen müsste? Das ist eine andere Art und Weise, auf den IS zu reagieren, die finde ich zumindest noch fehlt. Der Bundesinnenminister ist gleich dran. Ich würde gerne erst mal ganz kurz Herrn Steinberg noch fragen wollen. De facto, Herr Steinberg, sind wir seit dem 1.1. mit Tornados an dieser großen Koalition, an dieser Allianz gegen IS beteiligt? Würde es dann nicht auch dazugehören, der deutschen Öffentlichkeit deutlich zu sagen, dass das auch einen Preis haben kann? Ja, das denke ich schon. Ich denke, dass dieser militärische Einsatz, auch wenn er nur symbolisch ist und meines Erachtens überhaupt keine Wirkung zeigt, dass der natürlich beim IS ankommt und die Gefahr vielleicht etwas akzentuiert hat, würde ich sagen. Aber die große Bedrohung, die gibt es schon seit dem Juni 2014, seit wir dort ein quasi staatliches Gebilde haben, das durch eine terroristische Organisation dominiert wird. Und diese Organisation, das sehen wir mittlerweile an ganz, ganz vielen Anschlägen in der Region, in der arabischen Welt, in der Türkei und in Europa, nutzt dieses Territorium, um Leute, die in Scharen kommen, zu Tausenden, mittlerweile fast 30.000 sind nach Syrien gekommen, um diese Leute auszubilden, um sie mit Geld auszustatten, mit Sprengstoff auszustatten, mit Sprengstoff, möglicherweise werden sogar Ausbilder mitgeschickt nach Europa. Und diese Organisation hat sich spätestens Mitte 2015 dazu entschieden, auf europäische Ziele zu gehen. Und seit diesem Moment sind wir so gefährdet wie die Franzosen auch. Ich würde sagen, noch seit diesem Bundestagsbeschluss zum Syrien-Einsatz noch einen kleinen Tick mehr. Mhm. Und möglicherweise hat ja auch der Anschlag in der Türkei damit zu tun. Wir wissen das ja noch nicht, ob nicht vielleicht doch gezielt Deutsche angegriffen wurden. Was glauben Sie, Herr de Maizière, was wissen Sie? Wie sehr galt dieser Anschlag den Deutschen? Wie sehr galt er der Freiheit? Wie sehr galt er einem Leben, das offensichtlich in den Augen dieser Terroristen eines ist, das man bekämpfen muss? Darf ich kurz auf Herrn Ulrich antworten? Zunächst, asymmetrische Verlagerung von Kriegführung ist ein altes Mittel von Terroristen. Das hat Al-Qaida gemacht, das macht der IS auch. Und schon lange vor sozusagen der militärischen Schwächung von IS. Zweitens, Schutzzonen einrichten ist gut und schön. Nur sie müssen, entweder sind sie vom IS nicht bedroht, dann kann man sie schützen. Oder man muss sie ihm erst abbringen durch Kampf, dann kann man sie schützen. Das ist aber auch dann Kampf gegen IS. Was begleitet werden muss, da sind wir wahrscheinlich einig, ein politischer Prozess zur Lösung des Syrien-Konflikts. Und da ist ja bis zu dem Konflikt dann von Saudi-Arabien und dem Iran ziemlich viel passiert, auch mit deutscher Beteiligung, den sogenannten Wiener Prozess. Die Russen dabei, die Saudi-Arabien dabei, Iran dabei, Amerikaner dabei, Deutschland dabei und andere. Das muss dringend weitergehen. Jetzt zur Frage der Deutschen. Angriff auf die Deutschen oder ein Angriff? Wir haben nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen keine Hinweise darauf, dass der Anschlag gezielt gegen Deutsche gerichtet war. Touristen möglicherweise, weil das ein Platz ist, wo Touristen hingehen. Aber das kann sich ändern im Laufe der Ermittlungen. Im Moment ist es aber so. Es ändert noch nichts daran, dass wir, wie wir einvernehmlich festgestellt haben, schon im Fokus des internationalen Terrorismus sind, im Inland und im Ausland. Und damit müssen wir nicht leben lernen, damit müssen wir umgehen lernen, durch Wachsamkeit, durch Maßnahmen und durch die Gewissheit,
dass man einen solchen Anschlag nie vollständig verhindern kann. Mhm. Kann man in einer solchen Situation, Herr de Maizière, Sie taten das, dann trotzdem den Menschen sagen, kein dringendes Abraten von Reisen in die Türkei. Kann man Menschen tatsächlich sagen, fahrt nach Istanbul, fahrt nach Paris, aber meidet Sehenswürdigkeiten und große Plätze? Ist das ein guter Rat für Menschen, die auf eine Reise gehen wollen? Nun muss jeder erstmal selber entscheiden, wohin er reist. Zweitens, es gibt Reisehinweise des Auswärtigen Amtes, die werden mit meinem Haus abgestimmt. Da ist zum Beispiel die dringende Empfehlung, nicht in Krisengebiete, in Osten des Irak zu gehen, wo gekämpft wird, das ist klar. Aber sehen Sie, wenn wir in Paris zwei schreckliche Anschläge haben und wir in großer Solidarität mit Frankreich dort sind, und dann sagen wir doch auch nicht, bitte geht nicht nach Paris und geht nicht in Cafés. Jetzt haben wir in Istanbul die Situation. Es gibt nochmal bisher keine Hinweise, dass Deutsche dort Ziel eines solchen Anschlags war. Wir haben 5 Millionen deutsche Touristen pro Jahr, die da hingehen. Wir haben mehrere Millionen türkischstämmige Menschen, die in Deutschland leben. Deutschstämmige Menschen, die in der Türkei leben. Das ist ein wichtiger Punkt und da kann man nicht einfach sagen, reist da nicht mehr hin. Mhm. Das hat dramatische Auswirkungen, das muss wohl überlegt sein. Und deswegen habe ich auch nicht gesagt, reist da alle hin, sondern ich habe gesagt, ich rate nicht davon ab, jetzt Reisen abzusagen. Mhm. Atisch fährt auch wieder hin. Ja, selbstverständlich. Und das habe ich gesagt, wir dürfen dem Terrorismus nicht sozusagen Gelegenheit geben, dass überall da, wo es passiert, sagen, fahrt er nicht mehr hin. Dann hat der Terrorismus schon gewonnen. Ja gut, aber wie gut kann der Staat auch die Türken fragen sich, wie gut kann der Staat uns schützen? Also wo ist das Minimum wenigstens oder das Maximum, was man leisten kann? Und für diesen Platz meine ich, also für touristische Attraktionen meine ich, und das ist das Herz Istanbuls, das ist das Herz überhaupt des Tourismus. Wenn Leute in die Türkei gehen, nach Istanbul gehen, dann gehen sie genau auf diesen Platz. Und jedes Einkaufszentrum ist gesichert. Das ist ähnlich wie in Israel, dass man in kein Einkaufszentrum kommt, ohne kontrolliert zu werden. Wir raten auch nicht ab, nach Israel zu fahren. Ja, zum Beispiel, genau. Also es ist schon ein hoher Standard an Sicherheit da. Es sind überall Videokameras. Also sehr viel mehr Überwachung ist dort in der Türkei schon, als das hier der Fall ist. Wir diskutieren ja hier viel über Überwachung, wollen das nicht. Und es wird sehr abgelehnt und auch das Bewusstsein darüber ist ein anderes. In der Türkei akzeptiert man das. Die Leute haben kein Problem damit, überwacht zu werden, sondern sie verlangen das sogar, weil sie dann sich in Sicherheit wären. Wieso konnte das auf diesem Platz nicht geschehen? Das ist die Frage. Und warum konnte dieses nicht geschehen? Das ist ja die Frage. Wenn in der Türkei jemand sich öffentlich äußert, kritisch, fährt er sofort ins Gefängnis ein. Wer irgendwie den Erdogan auch nur ansatzweise kritisiert, eine Karikatur macht, kriegt Probleme. Wer sich in der Türkei islamistisch organisiert hat in den vergangenen Jahren, bekam keine Probleme. Genau. Und ich finde, jetzt weiß ich ja auch, ich will es mir ja nicht einfach machen, man kann sich seine Partner nicht aussuchen. Aber ich erwarte schon, dass, wenn man in die Türkei geht, dass man dann natürlich über die Frage Terrorismus, Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Flüchtlinge redet. Aber man muss auch darüber reden, eine starke Türkei kann es nur geben mit einer rechtsstaatlichen Türkei. Wie ist Türkei die Haltung der Grünen zum Beitritt der Türkei in die EU? Danke, dass Sie mir diesen Ball zugespielt haben. Ich sag's Ihnen. Also, Sie wissen ja, dass ich ein sehr differenziertes Bild habe über das, was Sie machen und da nicht zu denen gehöre, die immer sagen, alles ist falsch, was die anderen machen. Aber einer der größten Fehler der Bundeskanzlerin Merkel und dieser Regierung war 2005, als die Regierung von uns übernommen haben, war die Türkei auf dem richtigen Weg, noch was Reformen angeht, selbst Erdogan. Da haben wir über Beitrittsverhandlungen geredet. Frau Merkel hat sich für die Türkei nicht interessiert, sprach über die privilegierte Partnerschaft. Jetzt, wo die Türkei sich in die falsche Richtung entwickelt, reden Sie über Mitgliedschaft. Das untergräbt unsere Glaubwürdigkeit. Wissen Sie, das Wichtige ist, dass man seine Grundüberzeugung nicht täglich wechseln darf. Man braucht eine gewisse Orientierung in der Außenpolitik und das sollte schon an europäischen Werten sein. Sonst machen wir uns sehr unglaubwürdig und gewinnen niemanden. Also Sie sind für die volle Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Nur wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und gerade weil ich sage, dass die Türkei genauso wie die Ukraine zu Europa gehört, erwarte ich, dass sie sich an Geist und Buchstaben der Kopenhager Kriterien hält. Das tut sie gegenwärtig nicht. Das tut sie nicht. Und deshalb bin ich verwundert darüber, dass sie die Türkei heute, wo sie in die falsche Richtung geht, freundlicher beurteilen wie zu einem Zeitpunkt 2005, als sie in die richtige Richtung beurteilt hat. Es fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man sagt, dass man Fehler gemacht hat. Nein. Ich mache das auch gelegentlich. Da lacht Herr de Maizière noch und wir werden diesen politischen Prozess abwarten, weil wir die Türkei offensichtlich momentan viel mehr brauchen als die Türkei uns. Wir wollen allerdings in dieser Sendung nicht nur über die Türkei reden, sondern wir müssen über einen zweiten Schock reden, nämlich den es in der Silvesternacht in Köln gegeben hat. Auch das große Gewalt und viel Gewalt und eine so hilflose Polizei, wie man sie auch lange nicht in diesem Land gesehen hat. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler heißt er. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen und steht
also auch für die nordrhein-westfälischen Kriminalbeamten. Herr Fiedler, einen Teil dieser Diskussion haben Sie verfolgt. Man kann gegebenenfalls Menschen nicht mehr unbedingt raten, in einem bestimmten Land Urlaub zu machen. Sollte man Ihnen in diesem Land auch raten, Silvester besser zu Hause zu feiern? Ich glaube, da können wir etwas näher in die Zukunft gehen und können erstmal auf den Fastelovend in Köln und auf den Karneval erstmal schauen. Natürlich sollte man auch schon raten, zum Karneval zu gehen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir uns das jetzt auch noch verderben lassen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, man kann einigermaßen sicher sein, dass gerade jetzt die nordrhein-westfälischen Behörden nun wirklich alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um auch noch ein ähnliches, vergleichbares Desaster oder auch weniger einschneidende Dinge tatsächlich zu verhindern. Wir haben heute einige gute Schritte in die richtige Richtung von der Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen gehört. Videobeobachtung ist eines dieser Dinge. Wir brauchen da eine Vogelperspektive bei solchen Veranstaltungen. Also ich denke, wir tun jedenfalls unser Bestes. Das klingt erstmal sehr, sehr aufgeräumt. Es ist im Zusammenhang mit Köln von einer Schande gesprochen worden. Herr Fiedler, wer muss sich schämen? Muss sich auch die Polizei schämen? Ach, wissen Sie, ehrlich gesagt, die Fehler sind ja nun einigermaßen ausgebreitet. So ausgebreitet, wie ich mich kaum in einem anderen Fall daran erinnern kann, ehrlich gesagt. Was ich aber noch vermisse, und das muss ich ehrlich sagen, das spricht für die gesamte Belegschaft und nicht nur der nordrhein-westfälischen Polizei, ist ein wirklich tiefes Bekenntnis aller politischen Parteien für ihre Belegschaft, ehrlich gesagt. Das erwarten die Beamten von den politischen Parteien. Sie erwarten die klare Aussage, dass die Polizei ihren eigenen Rahmen nicht selber bestellt. Also wir bestimmen nicht selber darüber, wir stellen uns nicht selber ein. Wir bestimmen nicht, wie viele wir sind. Wir bestimmen nicht über unsere Qualifikation beispielsweise. Wir bestimmen nicht über unseren gesetzlichen Rahmen und über unsere Instrumente. Diesen kompletten Rahmen gibt die Politik vor. Und hier kann sich keine politische Partei aktuell einen schlanken Fuß machen, ehrlich gesagt, weil es Bund und unterschiedliche Länder gleichermaßen betrifft. Das Schlimme daran ist, dass immer erst Opfer entstehen müssen, bis tatsächlich solche politischen Debatten wie heute, Sie hätten den nordrhein-westfälischen Landtag einmal sehen sollen, diesen Unterhaltungswert, diese tumultartigen Zustände heute, hätten Sie mal so, das hätten wir uns mal Jahrzehnte vorher gewünscht, ehrlich gesagt, eine solche öffentliche Aufmerksamkeit für die Sicherheitsarchitektur, für die Polizeibeamten, die tagtäglich tatsächlich ihr Bestes geben. Nun sagt der Innenminister, der Landesinnenminister, Herr Jäger, nach wie vor, dass er bei sich keine politische Verantwortung sieht und dass es die Gelegenheit gegeben hätte, für die nordrhein-westfälische Polizei sich Verstärkung zu holen und dass man das in dieser fatalen Nacht leider nicht getan habe. Was sagen Sie? Hätte man? Ich sage vor allem eins. Ich sage mal, die Einsatzinhalte, die sind nun wirklich sogar im Internet verfügbar bis ins letzte Detail aufbereitet. Daran werde ich mich nicht beteiligen, genauso wenig. Ich werde mich beteiligen an oppositionellem Klein-Klein jetzt hier in Nordrhein-Westfalen oder so. Deswegen mein Augenmerk richtet sich insbesondere auf die politische Verantwortung insgesamt. Und da kommt natürlich auch die Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik und darüber hinaus sogar in der Europäischen Union in das Blickfeld. Denn es geht nicht zuallerletzt darum, natürlich solche Zustände im Vorfeld zu ermeiden. Es geht ja nicht nur um Einsatzwahrnehmung und nicht nur um Präsenz auf der Straße, sondern um handfeste Kriminalitätsphänomene in einer vollkommen neuen Dimension, die wir jetzt hier gesehen haben. Und da müssen wir natürlich auch die Ermittlungskapazitäten stärken. Wir müssen ein politisches Bekenntnis zur Kriminalpolizei haben. Das haben wir in 12 Ländern gar nicht so richtig. Auch Herr de Maizière hat Kriminalbeamte in der Bundespolizei, die sich nicht so richtig so als solche wahrgenommen fühlen, die nicht eine solche Ausbildung bekommen, anders als das Bundeskriminalamt. Und solche Phänomene haben wir in zahlreichen Bundesländern unter unterschiedlichster politischer Verantwortung. Und deswegen erwarte ich hier eine grundlegende Diskussion über die tatsächliche Aufstellung, über die Ausgestaltung unseres Rechtsstaates insgesamt, weil wozu das führt. Wenn der Rechtsstaat hier zu schwach ist an dieser Stelle, das erleben wir in diesen Tagen. Sie haben das mitgekriegt, wie viele kleine Waffenscheine jetzt aktuell beantragt werden, Pfefferspray, Selbstverteidigungskurse. Das führt zu einem sozialen Ungleichgewicht, in dem sich Reiche einerseits private Sicherheit leisten können. Da gibt es auch unterschiedliche Qualitätsstandards in diesem Bereich. Und auf der anderen Seite führt es zu privaten Aktivitäten, die wir nicht haben wollen, weil das Gewaltmonopol zu Recht beim Staat liegen muss. Sie plädieren jetzt sehr dafür, nach der Verantwortung, Herr Fiedler, der Politik zu schauen. Das machen wir gleich. Sie müssen uns erklären, wie es sein kann, dass eine erste Pressemitteilung der Polizei von Köln sagt, dass es eine sehr friedliche Nacht war und dass es der Polizei gelungen ist, an den neuralgischen Punkten zu sein und die Lage im Griff zu haben. Wir gucken gleich auf die Politik. Aber wie geht das, dass im Inneren einer Polizeibehörde solche Pressemitteilungen herausgegeben werden? Das ist ein Versäumnis, wie es in vielen Unternehmen oder in vielen Behörden immer mal wieder vorkommen kann. Ehrlich gesagt, so trivial sich das anhört, so scheint es tatsächlich hier gewesen zu sein. Nach allem, was man bisher weiß, gab es an unterschiedlichsten Stellen im Polizeipräsidium in Köln unterschiedliche Informationslagen. Und offenbar war die Informationslage bei der Pressestelle so, wie sie da verkündet worden ist. Das wiederum hat nichts mit den Diskussionen darüber zu tun, ob Pressemitteilungen oder überhaupt Mitteilungen über die innere Sicherheit an irgendeiner Stelle beschönigt werden. Das ist eine meines Erachtens vollkommen getrennt davon zu betrachtende Debatte. Okay. Und Sie haben das Gefühl, dass wenn Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin, jetzt sagt, Köln bekommt 500 Polizisten mehr, dass das dann nennenswert etwas an der Situation der Stadt ändert?
An der Stadt? Also die sind für Nordrhein-Westfalen, die 500 Beamten, ehrlich gesagt. Und wir müssen natürlich mal gucken, wo die jetzt anschließend landen und wann die irgendwo landen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, ich habe das angedeutet, wie in 11 anderen Bundesländern die Situation, dass wenn wir neue Polizeibeamte einstellen, es nur einen vorgegebenen Weg gibt. Das heißt, wir bilden nur Schutzpolizisten aus. Obwohl eigentlich das auch schon ein spezialisierter Beruf ist, gibt es keine Möglichkeit, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen als interessierter, entweder Studienabsolvent oder Abiturient, den Weg direkt in die Kriminalpolizei zu finden. Das heißt, es gibt 12 Bundesländer, die stehen nicht zum Berufsbild des Kriminalbeamten. Und ich, ehrlich gesagt, ich übe diesen Beruf mit Stolz aus. Und es hat einen Berufsethos. Und es macht Spaß, gehört zu den schönsten Berufen der Welt. Und dass wir den als Berufsbild offenbar nicht aufrechterhalten wollen in 12 Ländern, ist, ehrlich gesagt, einer der größten Skandale und steht bei uns in der politischen, in der kriminalpolitischen Debatte mindestens genauso hoch im Kurs wie die Frage der Verstärkung, die auch zwingend erforderlich ist. Sebastian Fiedler ist bei uns und Sie sind herzlich willkommen in der Runde. Und damit, Herr de Maizière, sind wir bei Ihrer ersten Reaktion auf diese Ereignisse in Köln. Sie haben gesagt, so kann Polizei nicht arbeiten. Ist Polizei in dieser Debatte jetzt einfach ein willkommener Sündenbock? Nein, ich habe in diesem Interview auch noch mehr gesagt und ich will einen Satz sagen. Sie haben gefragt, wer soll sich schämen? Und dann haben wir gleich über die Polizei geredet. Die Polizei auch, habe ich gefragt. Ja, so, und genau. Ich finde, die Ersten, die sich mal schämen sollen, sind die Täter. Über die muss ja auch mal geredet werden. Dass wir die ermitteln, dass wir die vor Gericht stellen. Und das darf jetzt mal nicht in Vergessenheit gehen. Ich will dem Polizeithema nicht ausweichen, aber... Wir versuchen es jetzt trotzdem noch mal mit meiner Frage. Ja? Ist die Polizei ein gern genommener Sündenbock in der Debatte? Nein. Oft ist es so in der Vergangenheit gewesen, dass sich die Politik bei Einsätzen voll vor die Polizei gestellt hat und dann von der Opposition in den Vorwurf kam, dass kritische Fragen auf Einsätze nicht zugelassen werden, dass es Kameraderie gibt, dass Einsatzfehler nicht richtig untersucht werden. Hier war es mal andersrum. Ich möchte sagen, die einzelnen Polizisten vor Ort. Und ich habe mit den Verantwortlichen und der Bundespolizei geredet. Das muss man noch mal erklären. Auch mit, Hauptbahnhof. Also Hauptbahnhof ist die Bundespolizei. Ja. Hätte die Bundespolizei den Kollegen im Land mehr helfen können? Sie haben mich einmal unterbrochen, zwar ihr Recht, aber einmal will ich es noch zu Ende sagen. Ich habe mit den Polizisten gesprochen, die da waren, auch der diesen Bericht geschrieben hat, der dann in einer Zeitung stand. Und die haben wirklich ihr Äußerstes getan, um Schlimmeres zu verhüten. Einmal an der Brücke zu verhüten, dass es eine Duisburg 2 gibt. Da musste dann der U-Bahn-Verkehr gesperrt werden, was zur Folge hatte, dass viele Menschen in den Hauptbahnhof reingelaufen sind. Und dann haben sie viele Frauen vor Belästigung, Vergewaltigung und Ähnlichem geschützt. Das ist auf jeden Fall mal etwas, und das gilt sicher für die Polizisten des Landes Nordrhein-Westfalen auch. Trotzdem muss erlaubt sein, wie eigentlich ein solches Konzept ist. Was ist vorhersehbar, was ist nicht vorhersehbar? Und das ist ja jetzt ja nur noch auskömmlich getan. Aber die jetzt in Nordrhein-Westfalen vielleicht einen Untersuchungsausschuss machen. Mir ist wichtig, dass wir jetzt darüber reden, nicht nur wie war das, sondern wie können wir das verhindern in Zukunft? Was sind die Täterstrukturen? Was müssen wir für Konsequenzen ziehen? Und das ist, glaube ich, die wichtigere Debatte. Gut wäre schon auch, wenn wir eins nicht machen, nämlich das Blame Game. Das heißt, der Bund, wie jetzt sicher ansagt, das sind diese Länder, die da nicht genug sich um die Polizei gekümmert haben. Da kommt die Retourkutsche, die schiebt es dann auf die Bundespolizei. Ich finde, eine Frau am Bahnhof von Köln interessiert es herzlich wenig, ob jetzt innerhalb des Bahnhofs die Bundespolizei zuständig ist oder außerhalb des Bahnhofs das Land zuständig ist. Aber es geht ich finde, erstmal da will ich das unterstützen, was Sie sagen. Wir als Politiker sollten uns immer erst mal vor die Polizei stellen und sollten jetzt mal darüber reden, was unsere Versäumnisse sind. Ich finde, ich sage das auch ganz in die eigene Richtung, das, was in Köln passiert ist, ist ein Phänomen, das es in dieser Form nicht gab. Dass so massenhaft Leute auftreten, die Frauen bedrängen bis zu einer Vergewaltigung, bis zu Raub und so weiter, offensichtlich abgesprochen, sowas passiert ja nicht spontan. Und ich finde, da ist der erste Satz, den man erst mal sagen muss, die Empathie für die Frauen. Und dann, egal welcher Partei man angehört, finde ich, muss man sagen, das darf sich nicht wiederholen. Und dann werden wir uns so lange zusammensetzen und schauen, dass wir die Konsequenzen daraus ziehen, wo immer die Fehler sind, da ist mir es herzlich egal, ob Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen regiert oder Schwarz-Rot im Bund regiert. Wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen gegenüber diesen Frauen, dass sich das nirgendwo wiederholt und alle notwendigen Konsequenzen zu ziehen, die notwendig dafür sind. Und da hören wir der Polizei zu, was sie uns sagt. Und da fällt uns auch kein Zacken aus der Krone, wenn wir feststellen, da brauchen wir mehr Videoüberwachung oder wir brauchen Bodykameras. Und können Sie aber dafür sorgen. Herrn Maaßen mir zuhören, dann, wenn es um Verschärfungen geht. Aber ich habe eben leider von Ihnen auch gehört, dass Sie erst mal mit dem Reflex bei den Polizeibeamten waren. Das würde ich nicht machen. Gerade als Innenminister würde ich mich in dem Fall vor meine Polizisten stellen. Und das ist offensichtlich nicht der Punkt, um den es auch Herrn Fiedler ging. Herr Fiedler, noch mal die ganz praktische Frage. Wir haben dieses Bild vom Hauptbahnhof noch mal gezeigt. Waren das zu wenige Polizisten in Ihrer Analyse oder waren es einfach zu viele Gewalttäter?
Wissen, wir bleiben ja relativ schnell wieder bei Köln und analysieren das vom Kleinen ins Kleine. Aber jedenfalls im Nachhinein waren es natürlich zu wenige Polizisten. Im Nachhinein waren es zu wenige Polizisten. Das Problem liegt aber weit davor. Das Problem ist nun das gewesen, dass wir alle, und zwar alle Sicherheitsbehörden in Deutschland, davon überrascht gewesen sind von diesem Phänomen. Das hat uns ja überhaupt erst in diese missliche Lagesituation versetzt, ehrlich gesagt. Und ich nehme jetzt schon mal die Partei der Grünen schon mal beim Wort. Das hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Weil ich kann Ihnen sagen, jedenfalls die Polizeibeamten in Deutschland, die haben ehrlich gesagt gar keine Lust mehr auf politische Ränkelspielchen in dieser Hinsicht, weil es nicht so ist, als dass wir die Konzepte nicht schon seit Jahrzehnten in Teilen ausgebreitet haben und jetzt leider in der misslichen Situation sind, im Nachhinein sagen zu müssen, seht ihr, wir haben es euch lange gesagt. Wir wussten nur nicht, wie es irgendwann mal Bahn bricht und was tatsächlich mal in die Hose geht. Denn das muss man den Leuten vielleicht auch mal an den Bildschirmen erklären, wie der Grundzusammenhang ist. Der Grundzusammenhang ist nämlich, dass wir ein sicherheitspolitisches Paradoxon seit vielen Jahren in der Kommunikation der Politik erleben. Und das funktioniert folgendermaßen. Jedes Jahr veröffentlicht der Bundesinnenminister zusammen mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz die vermeintliche politische Lage, so wie es in der Kriminalitätsbekämpfung angeblich aussieht, das ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Und ich mache Ihnen ein Beispiel dafür. Das Jahr 2010, da waren Sie auch schon Bundesinnenminister, haben Sie das zusammen mit Herrn Ahlhaus, der aus Hamburg kam, mal getan. Und da gibt es eine Aussage, die immer noch im Internet steht. Da wurde von Herrn Ahlhaus verkündet, die Rauschgiftkriminalität sei im Vorjahr um 1,7% zurückgegangen. Und dann führte er anschließend aus, warum das erfolgreich sei. Ich habe Herrn Ahlhaus in der Folge geraten, er möge in Hamburg alle Kriminalkommissariate zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität schließen, dann sei er im Folgejahr noch erfolgreicher in dieser Statistik. Und das wiederum, diese zu positive Darstellung und Interpretation dessen, was wir tatsächlich haben, das außer Acht lassen, dass es nur ein ganz kleiner Teil, ein Ausschnitt der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung ist, führt dazu, dass die Finanzminister nicht in die Lage versetzt werden, ohne einen solchen öffentlichen Aufschrei, ohne dass es wieder Opfer gibt, tatsächlich auch die Sicherheitsbehörden so auszustatten, wie es tatsächlich erforderlich wäre. Und das erleben wir seit vielen, vielen Jahren. Den letzten periodischen Sicherheitsbericht, der ist über 10 Jahre alt, wo man sich mal versucht hat, insgesamt damit auseinanderzusetzen. Naja, doch. Aber was ist denn da passiert in Köln? Was ist da passiert in Köln? Was haben die Polizeibeamten da gemacht? Also was ist da tatsächlich? Weil wir sprechen hier nur über die Sicherheit. Also wir sprechen nicht über die Opfer und über die Täter. Wir sprechen auch darüber, was passiert ist. Und es gibt jetzt, und vielleicht darf ich die Frage damit einleiten und eine Beantwortung einleiten, wir haben jetzt die Gelegenheit, wenigstens in Teilen in diese Polizeiprotokolle zu sehen und also zu erfahren, was in Köln Täter getan haben. Beleidigung, Diebstahl, Raub, sexuelle Gewalt. Auszüge aus dem 27-seitigen Polizeiprotokoll der Silvesternacht. 21.45 Uhr. Geschädigte wurde von mehreren Beschuldigten am ganzen Körper angefasst. 22.30 Uhr. Zwei Geschädigte wurden an der Eingangstüre zum Hauptbahnhof von Personengruppe umringt und fassten Geschädigten unter anderem in den Genitalbereich und führte beiden Geschädigten Finger in Scheide ein. 0.50 Uhr. Mehrere geschädigte Frauen. Bei allen versucht, Finger in Scheide einzuführen, misslang wegen Strumpfhose. Alle wurden an der Brust und Gesäß gefasst. Einer Geschädigten wurde Finger eingeführt. 1 Uhr. Drei weibliche Opfer wurden von einer Gruppe Nordafrikaner umzingelt, dann in Schrittbusen und in die Hose gefasst. Handy anschließend entwendet, Handtasche wurde versucht zu entwenden. Teile dieser Auskünfte und Protokolle decken sich übrigens auch mit dem, was Bundespolizisten weitergemeldet haben. Ja. Kurz vor 23 Uhr meldeten sie, dass sie gar Tote befürchten, weil es ein solches Gedränge gibt im Hauptbahnhof. Nur um das in Klammern zu sagen, dass sich das, was an der Basis Polizisten ermittelten, tatsächlich deckte. Nochmal die Frage, was ist passiert und ist das so einmalig und erstmalig, was da in Köln passiert ist, dass Raub und Diebstahl mit derartig massiven sexuellen Übergriffen in Tateinheit geschahen? Das ist in der Tat gerade in dieser Zusammenkunft hier vollkommen neu und in dieser Bündelung von vielen Tätern und Entstehen von vielen Opfern ist hier in Deutschland neu. Naja. Das, was wir wissen, sind zwei Phänomene, die wir bisher kennen. Das eine Phänomen rankt sich rund um diese nordafrikanischen Tätergruppen. Die kennen wir in vielen, da gibt es Analysen zu, die kennen wir in vielen deutschen Großstädten. Das ist ein Phänomen, das wir kennen und das uns schon hinreichend Probleme macht, weil wir dort von Diebstahlsdelikten über Rauschgiftdelikten bis hin zu Raubdelikten tatsächlich alles kennen. Was wir bisher nicht kannten, ist das Zusammentreffen zu dieser massenhaften Sexualdelikten. Das wiederum kennen wir nur aus dem Ausland. Beispielsweise aus Indien oder vom Tahrirplatz ist es bekannt geworden. Und offenbar sind, aus welchen Gründen auch immer, die sich jetzt noch herausstellen müssen, diese beiden Phänomene in einer solchen massiven Art und Weise aufeinander getroffen und haben so derart viele Opfer produziert. Es gibt die Phänomene auch, aber nicht in der massenhaften Dimension und in der vermutlichen Verabredung. Exakt. Herr de Maizière, letztlich haben wir jetzt aber auch erfahren, dass es in Düsseldorf beispielsweise eine Soko gibt, Casablanca, die insgesamt 1.200 nordafrikanische Täter oder potenzielle Täter in ihrer Datei hat.
Staats. Ja. Ich meine, so überraschend kann das jetzt wieder nicht sein, dass eben offensichtlich in diesem Fall Männer aus in erster Linie Algerien, Marokko, Tunesien in Größenordnung in deutschen Städten, in Städten Nordrhein-Westfalens unterwegs sind. So überraschend kann das nicht sein. Nein, das ist auch nicht überraschend. Ich habe ja selber im letzten Herbst ein sogenanntes Lagebild über Kriminalität durch Asylbewerber in Auftrag gegeben. Das haben wir, nachdem wir ja sehr gründlich und auch zu Recht Anschläge auf Asylbewerber und Asylbewerberheime zählen und dagegen etwas tun, die ist ja dramatisch angestiegen, die Zahl. So, das Bild zeigt, dass wir gerade etwa bei den Syrern eine unterdurchschnittliche Kriminalität haben, bei den Nordafrikanern und auch aus den Angehörigen aus den Westbalkanländern an überproportionalen Beteiligungen an der Kriminalität durch Asylbewerber, und zwar erheblich überproportional. Und das verbindet sich mit Nordafrikanern, die schon länger hier sind. Auch da haben wir einen überproportionalen Anteil von Kriminalität. Jetzt reden wir ja darüber, ob es da eine Schweigespirale gab, ob es das gab oder nicht. Ich halte das jedenfalls für falsch, dass man das nicht offen sagt, weil es sonst den falschen Vorschub leistet, die damit sozusagen Politik machen wollen. Das gibt es, und deswegen habe ich Sie vorhin unterbrochen, Herr Özdemir. Neben vielen Konsequenzen für die Polizei, übrigens auch für öffentliche Plätze, der Domplatz in Köln und andere öffentliche Plätze in einigen Städten sind eben so, dass da Kriminalität losgeht, schon vom äußeren Gepräge her. Der Dom ist ein Weltkulturerbe. Und wenn da jeden Tag Leute an das Weltkulturerbe pinkeln und wenn da Drogen verkauft werden und man auch tagsüber sich nicht wohlfühlt, über den Platz zu gehen, da fängt es an. Sie kennen die Theorie der Broken Glasses, also wenn mal ein Auto kaputt ist, dann wird es auch schneller geplündert. Damit fängt es eigentlich an, dass wir für Sauberkeit, für Licht, für Videoüberwachung, für all diese Dinge mehr in den Städten sorgen. Und dann müssen wir, was diese speziellen Tätergruppen dann angeht, wenn sie sich hier strafbar machen, wenn sie Asyl beantragen oder hier geduldet sind, dann müssen wir mit neuen Gesetzen auch sehen, dass sie unser Land schneller verlassen. Nun kommen wir zu diesen besonderen Tätergruppen, weil es tatsächlich kein Interesse geben kann, nicht zu benennen, woher diese Täter kamen. Herr Steinberg, Frau Attisch, in anderen Ländern, in Tunesien, in Marokko, in Algerien, gehört es gegebenenfalls zum Alltag, auch Frauen entsprechend sexuell mit Gewalt zu bedrängen und sie zu nötigen. War es irgendwie eine logische Konsequenz, dass das früher oder später auch in deutschen Städten passieren muss? In Marokko, in Algerien und Tunesien passiert das nicht in dieser Form. Und zwar deshalb, weil einmal die Gesellschaft das nicht duldet und weil natürlich auch der Staat das nicht duldet. Das sind alles, mit Ausnahme Tunesiens, da war das mal so, das sind alles Polizeistaaten. Da läuft dann eine Reaktion auf auch nur kleinere Vorkommnisse ganz, ganz anders ab. Ich glaube aber, dass der Hinweis auf diese Marokkaner ganz, ganz wichtig ist, weil er uns auf ein größeres, ich finde, auf zwei größere Probleme bringt. Aber das erste Problem ist nun einmal, und da verbinden sich die Themen Türkei, ISIS und Köln, dass es bei den Marokkanern, auch bei der Politkriminalität und mit den Tunesiern und Algeriern, ein größeres Problem gibt. Und zwar von Syrien bis hier rüber. Wenn man sich anguckt, wer geht zu ISIS von den Arabern, dann wird man feststellen, dass unter den drei größten Landsmannschaften, die größte sind die Saudis wie immer, aber Nummer zwei und Nummer drei, das sind Tunesier und Marokkaner, obwohl diese Länder so klein sind, vor allem Tunesien. Wenn man sich dann anschaut, wer hier in Europa in den letzten Jahren versucht hat, Terroranschläge zu verüben oder auch die erfolgreich verübt hat, dann wird man feststellen, dass Marokkaner und Tunesier, vor allem Algeria die Marokkaner, auch in Frankreich. Algeria ist das war eine andere Phase. Kommt darauf an, welche Zeitspanne man nimmt. Die letzten 15 Jahre, dann wird man feststellen, dass es besonders Marokkaner sind. Die sind enorm überrepräsentiert. Und auch unter den deutschen Syrienreisenden sind da eine ganze Menge Leute dabei. Ich habe keine Erklärung. ISIS wird gar nicht so sehr genährt in diesen wichtigsten zentralen Attentaten, sagen Sie, durch Syrer, Irakis und Ägypter, sondern in allererster Linie durch Marokkaner und Nordafrikaner. Die Ägypter, die sind interessanterweise gar nicht dabei. Die Algerier auch nicht so sehr. Es ist sehr auffällig, dass die Marokkaner und Tunesier in der Organisation und auch in Europa überrepräsentiert sind. Wir haben 30.000 Foreign Fighters, wenn man so will. Sie haben 30.000. Für ISIS und 3.000 nur aus Europa. Und der Rest kommt aus den anderen Ländern, wie Herr Steinberg gesagt hat. Ja, aber das Bemerkenswerte ist, dass eben auch unter den Europäern, wenn Sie es mal nach Herkunft aufschlüsseln, diese Nordafrikaner so ausgesprochen überrepräsentiert sind, Türken und Kurden beispielsweise unterrepräsentiert. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum wir mit einer relativ großen türkischen und kurdischen Gemeinde hier immer noch ein etwas kleineres, nein, ein deutlich kleineres Problem haben als die Franzosen oder auch die Belgier. Und dass meines Erachtens die Probleme auf der Rhein-Main-Schiene, da wo es eben viele Nordafrikaner gibt, etwas stärker ausgeprägt sind als in anderen Landesteilen. Dann haben wir diesen Konnex noch. Meine Frage an Serhan Attisch ist, Frau Attisch,
wir müssen Sexismus nicht unbedingt importieren. Den gibt es auch in Deutschland. Das ist nun auch ein häufig gehörtes Argument. Es hilft nur in der Debatte nicht. Gibt es einen speziellen nordafrikanisch oder eben arabisch gefärbten Sexismus, auf den wir in diesem Land viel zu lange nicht aufmerksam gemacht haben? Die trauen sich nicht, islamisch zu sagen. Ich traue mich auch, islamisch zu sagen. Ich traue mich ehrlich Weil das ist ja in der Debatte. Ja, ja, Land. Ja, absolut. Weil das ist ja die Diskussion, um die es jetzt gerade eigentlich ganz heiß drum geht. Also, dass der Islam wieder in die Diskussion mit eingebracht wird. Wir haben auf dem, im Karneval in Brasilien sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung beim Oktoberfest. Und, oder in Indien, wenn man Bus fährt. Und ich teile Ihre Ansicht nicht, dass die sexuellen Belästigungen in den Ländern nicht so sind. Also nicht vielleicht in der Dimension, dass nicht eingegriffen wird. Also wenn Polizei oder andere Leute in der Nähe sind, gibt es dann vielleicht einen Schutz. Aber der Tahrirplatz war ein deutliches Beispiel dafür und haben Sie vollkommen recht, dass es genau diese geballte, konzentrierte und organisierte Gewalt, sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt, die gibt das. Aber wenn Nordafrikaner Frauen vergewaltigen und angrabschen und alkoholisiert sind, können das gute Moslems sein? Auch diese Diskussion ist sehr widersprüchlich, weil es heißt, wenn die Alkohol trinken, sind sie keine Moslems, weil das Haram ist. Das führt zu nichts. Natürlich gibt es Moslems, die Alkohol trinken. In der Türkei wird Alkohol getrunken. In saudi-arabischen Ländern wird Unmengen an Alkohol getrunken. Ja? In arabischen Ländern. Im Iran wird Alkohol getrunken. Es wird heimlich getrunken. Ja? Aber was dann der Alkohol mit den Männern macht, ist ein weltweites Problem. Wenn wir über Alkohol und Gewalt an Frauen sprechen, dann müssen wir das aber wirklich auch kultur- und religionsübergreifend tun. Es gibt einen unglaublichen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Gewalt an Frauen. Wir dürfen die Diskussion natürlich nicht von unten beginnen, wo wir eigentlich landen wollen und sagen, was hat das jetzt mit dem Islam zu tun? Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Rechten spielen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht den Islam verhöhnen. Ja. Wir müssen uns fragen, und zwar ganz konkret. Ja, genau. Ich gebe die Frage mal weiter. Aber darf ich bitte nur ein, zwei Sätze dazu sagen? Gerade als Frauenrechtlerin sage ich das. Wir müssen da aufpassen, dass wir jetzt nicht aber den Fehler machen, den wir auch seit Jahrzehnten machen. Weil wir Angst haben, Dinge auszusprechen, werden wir auch nicht weiter vorankommen im Zusammenleben. Das aber heißt, wovor haben wir eigentlich Angst? Wir wissen jetzt, reden wir jetzt darüber oder reden wir nicht darüber? Genau. Wir wissen, welche Tätergruppe es ist. Ich gebe die Frage mal weiter an Bernd Ulrich. Wir wissen auch, also es gibt Fakten. Die Fakten, es hat eine erkleckliche Zahl von jungen Männern gegeben, die aus erstaunlicherweise drei Ländern Nordafrikas kamen. Die hatten Flüchtlingsausweise bei sich oder haben sich in irgendeiner anderen Form aus Ländern der arabischen Welt kommend dargestellt. Und sie haben auf eine infame und ekelhafte Art und Weise Frauen angegriffen. Wo ist das Problem, das präzise zu benennen und danach zu fragen, ob diese Täter eine spezielle Neigung haben, unseren Rechtsstaat lächerlich zu finden und Frauen lächerlich zu finden? Ja, wir haben natürlich auch in dem Tätermilieu recherchiert. Und es ist nicht so mysteriös, wie man sich das jetzt erstmal vorstellt. Man muss ja denken, es gibt wahrscheinlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen junge Männer in Nordafrika, in Algerien und in Marokko, die keine Perspektive haben und die deswegen einfach abhauen nach Europa. So, und in Europa wiederum haben sie auch keine Perspektive, weil sie keine Chance haben, anerkannt zu werden als Asylbewerber. Deswegen gehen sie sofort erst in die Schwarzarbeit, wo sie wirklich extrem ausgebeutet werden. Ich will da nichts rechtfertigen, aber das ist deren Laufweg. Das haben wir mit denen auch, wir sprechen auch ganz offen darüber. Und dann gewöhnen sie sich daran, Kriminelle zu sein und werden Berufskriminelle. Und haben auch wenig schlechtes Gewissen. Wir haben ja welche gefragt, einen, der sich Mohammed nennt und aus Marokko kommt. Und der hat gesagt, es ist doch nichts Schlimmes passiert bei der Silvesternacht, es ist doch niemand gestorben. Und dann hat unser Kollege gefragt, wie er das alles einschätzt. Und dann hat er gesagt, es ist schade, dass ich nicht da sein konnte, weil ich musste woanders arbeiten, womit gemeint war, Handys klauen. So, das ist eine ganz normale Täterbiografie. Das Problem, das ist, was macht man mit Tätern? Man fängt sie und dann sperrt man sie ein. So, das ist eigentlich, aber was das Dramatische, neben dem, was den Frauen widerfahren ist, das ist natürlich das Schlimmste, aber was dann passiert ist bei Medien und Politik, eine unglaubliche Angst. Es ist also dieses gegenseitige Schuldzuweisen, was auch ein bisschen Sie gemacht haben mit de Maizière, aber auch andere. Das war in Düsseldorf und in Köln und in Berlin alles dasselbe. Warum? Weil die Politik und wahrscheinlich auch Teile der Polizei Angst haben, dass egal, wenn irgendwas passiert, jetzt kippt die Stimmung gegen die Flüchtlinge. So, das ist der Grund. Und da alles kluckt dann darum rum und sagt, das darf jetzt nicht zu schnell und wir müssen. Der erste Bericht, ich weiß gar nicht, ZDF oder ARD, da wurde ganz kurz mal geschildert, was passiert ist. Und in der Sekunde danach kam ein bestimmt sehr wertvoller Vertreter der Polizeigewerkschaft und sagte, das darf auf keinen Fall instrumentalisiert werden. Das heißt, das Faktum wird sofort mit der Interpretation zusammengeliefert. Warum glauben Sie, also nur zwei
zwei Fragen, ja. Dann ist gleich Herr Fiedler dran und wieder die geografisch rechte Seite. Ist es nicht logisch, ist es nicht logisch und nachvollziehbar, dass wenn allein im letzten Jahr 1 Million Menschen hierher kommen, dass dann nicht nur Zahnärzte und Handwerker dabei sind, sondern dass wir mit wenigstens 10 oder 15% auch Menschen zu rechnen haben, wenigstens, weil es der normale Durchschnitt ist, denen wir echt Kummer haben können, die uns echt Kummer machen können. Ich weiß nicht, wer dann letztes Jahr als so alle bereit waren, diese Menschen willkommen zu heißen, wer wirklich gedacht hat, dass damit nicht genauso viele Probleme kommen. Das ist doch völlig klar. Wir kriegen kein Best-of. Wir kriegen ein von allem etwas. Und das ist so. Und ich finde auch falsch, wenn man immer wieder, wenn Probleme auftauchen, dass man denkt, jetzt kippt alles und jetzt ist die ganze Flüchtlingspolitik im Eimer. Eine realistische Flüchtlingspolitik muss sich darauf einstellen. Wir haben in unserer Zeitung vor fast einem Jahr gefordert, dass eine Flüchtlingsinfrastruktur geschaffen wird. Dazu gehören Häuser, dazu gehören Sozialarbeiter, aber haben wir auch geschrieben, Polizisten und Geheimdienst, das gehört alles dazu. Das wurde nicht gemacht. Deswegen sind wir jetzt quasi jeden Monat 2 Monate hinterher an den Internetanforderungen. Jetzt müssen wir das alles aufholen. Aber ich noch einen Satz sagen darf zu der Angstgeschichte. Mit dem, was wir bisher hatten, hatten wir doch schon Probleme. Und wieso sollen wir all die Probleme, die wir bisher schon hatten, jetzt plötzlich so schnell lösen, weil jetzt Flüchtlinge dazu gekommen sind? Die Probleme, über die wir reden, die sind doch keine neuen Probleme. Die sind nicht so taufrisch. Jetzt reden wir über Optimismus. Da würde ich sagen, dass die in den letzten Jahren die Migration und die Integration in Deutschland eigentlich relativ gut gelaufen ist. Es gab auch bei den Türken am Anfang sehr viele Fehler, aber das hat sich, finde ich, ganz gut entwickelt. Jetzt, wenn ich einen Satz noch sagen kann zu der Angst. Ja. Ich glaube, dass es vor allem also bei Linken und bei Rechten, bei den Eliten, dass es da so ein Gefühl gibt, gar kein Vorurteil gegenüber den Migranten oder den Flüchtlingen, sondern Vorurteil gegenüber den Deutschen. Dass sie immer denken, dieses Volk ist immer noch kurz davor auf dem Sprung, ganz schlimm wieder zu werden. Ja. Die schweigende Mehrheit wurde gerade von Linken, aber auch oft von Rechten, selbst von Helmut Kohl, wurde die schweigende Mehrheit immer als eine gefährliche Sache verstanden, die man irgendwie in Schach halten muss. Und das, finde ich, da müssen wir wirklich raus. Wenn wir diejenigen, die für Flüchtlinge sind, die müssen als Erste und am klarsten die Probleme benennen. Und die Lösung ist auch ganz einfach. Die Lösung ist auch insoweit ganz einfach. These angekommen, interessante Frage. Denken wir uns, Herr Fiedler, die Welt eben ein bisschen schöner, auch in den Institutionen der Exekutive dieses Landes, als sie eigentlich ist? Nein, wir müssen doch im Sprachgebrauch, ehrlich gesagt, können wir doch relativ das einfach machen. Wir können doch in der Tat auch unterscheiden und auch in den Regionen unterscheiden, wer tatsächlich vor Krieg flüchtet und wer, so wie Sie das gerade geschildert haben, so ist es ja tatsächlich auch aus völlig anderen Gründen hierher kommt. In der Tat perspektivlose Männer, die aus Nordafrika zu uns kommen, die Geld von hier nach Hause schicken wollen und viele von ihnen haben erstmal, das wissen wir, gar nicht die Idee, hier straffällig zu werden. Aber sie treffen hier auf kriminelle Strukturen ihrer Landsleute. Das ist das grundsätzliche Problem und werden akquiriert von ihnen, treffen in einer Kaffeehauskultur. Sie wandern im Grunde in die Parallelgesellschaften ein. Treffen in eine Subkultur, im klassischen kriminologischen Sinne. Ja. Die Subkulturtheorie trifft hier hundertprozentig zu. Und das Grundproblem entsteht erst dann, wenn zwei Dinge zueinander kommen, wenn wir es nicht hinreichend benennen und differenzieren in der öffentlichen. Ich würde sogar das Wort Flüchtling im Teil dort vermeiden und würde es nur den Kriegsflüchtlingen tatsächlich zuschreiben. Und zum Zweiten ist kriegsentscheidend, im Anführungszeichen in diesem Sinn, dass hier der Staat auch in der Tat funktionsfähig ist, weil die Männer, die nämlich dort herkommen, ein vollkommen anderes Verhältnis zu ihrem Staat dort haben. Das ist gerade angeklungen. Ein totalitäres System, aus dem kommen sie. Keine Solidarisierung mit den staatlichen Organisationen. Die einfache Lösung im Sprachgebrauch, die habe ich gerade vorgestellt, die differenzierte Darstellung. Und das Umgehen mit diesen Kriminalitätsformen muss in der Tat so funktionieren, dass wir es gewährleisten, dass diese Menschen hier auch den Rechtsstaat zu spüren bekommen, ehrlich gesagt. Und da dürfen wir die Justiz in ihrer Funktionsfähigkeit nicht herauslassen. Wir brauchen auch durchaus Staatsanwälte und Richter, die entsprechend in die Lage versetzt werden, entsprechende Ermittlungsergebnisse, die zusammengeführt werden müssen, zu Verurteilungen zu bringen. Herr de Maizière, das ist jetzt gleich ein ganzes Bündel. Es gibt nicht wenige Juristen, die schon vorrechnen, dass selbst wenn die Täter ermittelt werden von Köln, es nur zu sehr seltenen, zu sehr wenigen Urteilen kommen wird, weil offensichtlich wir auch unser Sexualstrafrecht noch mal neu überdenken müssen oder der Regierung plötzlich auffiel, dass es etliche Lücken hat. Jetzt ist viel gesagt worden. Ich war erstaunt, dass Herr Ulrich, der von einer linksliberalen Zeit stammt, jetzt sozusagen das große Wort der öffentlichen Wahrheit bei Kriminalität schwingt, als ich im letzten Herbst die CDU bei der Kollegin Slomka ein Interview im Heute-Journal gemacht habe und einige Dinge angesprochen habe über das nicht korrekte Verhalten von Asylbewerbern. Da sind alle über mich hergefallen, so etwas sage man nicht. Mhm. Ja? Wer war alle? Ja, schon ganz schön viele. Okay. Vermutlich auch die Zeit. So, okay.
Deswegen, also klar ist das, was, glaube ich, ein, die Wahrheit, die Dinge beim Namen zu nennen, ist immer der erste Weg zur Besserung. Ja, und die Bevölkerung nicht zu schonen. Also sorry, da erinnere ich mich auch an ein Statement von Ihnen, wo Sie sagten, dass Sie nicht die ganze Wahrheit sagen können und wollen, um die Menschen nicht zu beunruhigen. Das ist jetzt nur in Klammern. Das ist sehr beunruhigend. Das ist sehr beunruhigend. Ich will nur sagen, worin sollte ein Interesse bestehen, das nicht sagen zu können, erst recht, wenn es so klar ist. Weder kann man dann zu Ende ermitteln, noch kann man irgendwie davon ausgehen, dass eine Bevölkerung versteht und nachvollzieht. Deswegen teile ja die Auffassung, ich freue mich ja, dass seit Köln es einen allgemeinen Konsens gibt, dass man die Dinge klarer beim Namen nennt als vorher. Mhm. Das finde ich gut. So, jetzt zur Lösung bei Herrn Fiedler bin ich voll dabei. Auch da muss man früh hart Grenzen setzen. Wir haben es ja geschafft in einigen Ländern, in einigen Bundesländern, dass bei gewalttätigen Fußballfans, Hooligans, der Staatsanwalt im Gericht ist, manchmal ein Richter da ist, es mit Schnellverfahren, rechtsstaatlichen Schnellverfahren zu schnellen Verurteilungen kommt. Das kann jetzt alles in die Justiz auch machen. Was der Staat jetzt sagt, ist ganze Härte des, nochmal, ganze Härte des Gesetzes, unabhängig von Personen und unabhängig davon, wo derjenige herkommt. Das sind Selbstverständlichkeiten eines Rechtsstaates. Sollten es sein. Wie viele von diesen Tätern, ich frage es nochmal, werden auch nach Ihrer Erfahrung tatsächlich in Deutschland hinter Gitter landen? Ja, bisher zu wenig. Und ich glaube, das müssen wir ändern, indem wir die Polizei stärken. Ich wollte jetzt nicht reflektieren, was Herr Fiedler gesagt hat. Ich wollte jetzt keine Stellenbilanz des Bundes machen. Wieso hat man das nicht bisher schon reformiert? Wir müssen sozusagen die Polizei stärken. Der Bund tut das, einige Länder jetzt auch. Sie sagen vielleicht zu spät, aber immerhin. So, was zu kurz kommt, die Justiz muss gestärkt werden. Die Justiz könnte sozusagen in manchen Fällen auch, sagen wir mal, kriminalitätsadäquater sich aufstellen. Das war jetzt eine Formulierung, die die Unabhängigkeit der Richter hoffentlich nicht zu sehr beleidigt. Und dann müssen wir natürlich gerade bei den Nordafrikanern über das Ausweisungs- und Abschiebungsrecht reden. So, und das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich will nur einen Punkt, dass er nicht untergeht, weil das wird jetzt so nonchalant vergessen. Das Sexualstrafrecht müssen wir seit Jahren ändern. Der Europarat hat eine Konvention, die ist in Deutschland nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt. Da geht es um was ganz Einfaches. Das Nein einer Frau ist das Nein einer Frau, ist das Nein einer Frau und ist so zu akzeptieren. Nach deutschem Recht ist das aber bislang nicht so. Wir haben im Sommer letzten Jahres einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, der leider nicht angenommen wurde. Jetzt hat Heiko Maas, die Bundesregierung, einen Gesetzentwurf vorgelegt für ein schärferes Sexualstrafrecht. Das ist immer noch nicht vollständig umgesetzt. Das wird uns in Köln helfen, dass die das gemacht haben, nicht da davon kommen. Ja, aber nicht nur. Das war wichtig, noch mal zu sagen. Auch Vergewaltigungen werden viel zu selten bestraft in diesem Land. Meine Frage ist unbedingt noch zu stellen, lösen wir das Problem mit Abschieben? Kann man das Problem einfach abschieben oder haben wir am Ende nur die Verantwortung abgeschoben? Sexismus also, nur bei denen? Nein, ja, Sexismus gibt es natürlich auch bei uns, aber es gibt da offenbar ein besonderes Problem, ein intensiveres Problem, das wir vorher so nicht hatten. Wir werden natürlich werden Leute abgeschoben werden, wobei man eben ganz vorsichtig sein muss. Nach Syrien ist es sehr schwer abzuschieben, den Irak ist schwer abzuschieben. Ich finde eigentlich auch Afghanistan ist sehr schwer abzuschieben. Also, aber nach Marokko geht es doch wohl, oder? Ja, das Marokko. Das wissen Sie, ich bin dafür, wissen Sie, dass man nach Marokko abschiebt. Ja, wissen Sie, was die sagen? Dann kommen wir bald wieder. Dann kommen wir bald wieder. Kann man eine Wiedereinreisesperre machen? Man kann sie aber auch einsperren. Ich finde es eigentlich humaner, ehrlich gesagt, diese Leute bei uns einzusperren in unsere Knäste, weil die wenigstens ein bisschen menschlicher sind. Einverstanden, sind sie aber auch weg. Aus dem Gefängnis abschieben. Ja, das, also ich wollte nur sagen, abschieben ist nicht quantitativ nicht und das, was das Problem löst. Sondern wir können müssen wir vielleicht den Sexismus bekämpfen? Können wir uns vielleicht mal darüber unterhalten? Das eine tun und das andere nicht lassen. Bitte darüber haben wir schon geredet. Ich wollte sollen gerne, jetzt diese Länder Nordafrikas nicht vor die Hunde gehen, weil sonst können wir noch so scharfe Gesetze ausüben. Wenn die zu ISIS gehen, die nächste Generation, dann haben wir alle ein Problem. Okay, frage noch mal an den Fachmann, weil die CDU gerade dazu aufruft, 1000 Flüchtlinge abzuschieben pro Tag und wir gerade ganz große Abschiebepraxis erfinden in Deutschland. Wird es das Problem lösen? Nein. Werden wir kriminelle Straftäter hierzulande einfach wegschieben können? Nein, also man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen, ehrlich gesagt. Das muss man ja nicht gegeneinander ausspielen. Das Problem ist, dass bei fehlenden Ausweispapieren das ein riesengroßes Abschiebehindernis, die entsprechenden Staaten, die einfach schlicht nicht aufnehmen. Das ist das eine Problem. Ich will aber am Ende der Sendung Herrn de Maizière beim Wort nehmen, ehrlich gesagt, und würde ihn innig bitten, in der Gesamtverantwortung für die innere Sicherheit hier Verbindlichkeiten zwischen Bund und Ländern herzustellen, so wie das bei den Bereitschaftspolizeien auch funktioniert. Nehmen Sie die Länder beim Wort und überlassen Sie nicht alle Entscheidungen tatsächlich auch den Ländern in dieser Hinsicht, sondern es können innerhalb des Föderalismus viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Verbindlichkeiten hergestellt werden, als das derzeit der Fall ist. Dann soll das nicht scheitern. Dann gehen Sie in die nächste Innenministerkonferenz und führen diese Verbindlichkeiten her. Sorgen Sie dafür, dass der Kriminalbeamte wieder ein Berufsbild ist. Ja, ich glaube, wir flankieren das entsprechend. Sehr gut. Eine Partei haben wir schon im Boot. Wir müssen hier Punkt machen, liebe Zuschauer.
Ich verrate Ihnen was ganz Originelles. Nächste Woche geht es bestimmt zu diesem Thema weiter. 22.15 Uhr, zweites deutsches Fernsehen. Monika Lihaus und Alice Schwarzer sitzen jetzt bei Markus Lanz. Und ich werde ein bisschen schneller und kann noch sagen, dass dieser Mann rechts außen auch nur geografisch, Sebastian Fiedler, nämlich im Netz jetzt all Ihre Fragen noch beantwortet. In dieser Runde hier möchte ich ausgesprochen herzlich danken. Vielen Dank, bis nächsten Donnerstag. Bleiben Sie heute. Sein, wenn man einerseits ISIS bekämpft und die, die ISIS bekämpfen, die Kurden gleichzeitig bekämpft, wie es die Türkei macht, das wird nirgendwo hinführen. Im Kampf gegen die IS ist Klarheit, aber glaube ich spätestens seit dem Oktober, dem großen Anschlag mit über 100 Toten. Und spätestens da, seitdem ist ganz klar, dass die Türkei die Gegnerschaft zur IS als Teil ihrer Politik hat. Vorher kann man darüber streiten, aber spätestens ab da. Sie meinen Ankara? Meine, die, den Anschlag in Ankara, aber da hat sich die IS ja nicht dazu bekannt. Nein, aber das ist die Vermutung, dass es IS war. Man darf sich auch nicht von Bekennervideos, Bekennerschreiben abhängig machen. Nee, es gibt Propaganda dabei. Auch in diesem Fall hat es kein Bekennerschreiben durch ISIS gegeben. Seren Atış, Sie kommen aus Istanbul, Sie waren gestern noch in der Stadt. Wie sehr teilen die Menschen in der Türkei den Schrecken und den Schock darüber, was in ihrer Hauptstadt passiert ist? Oder sind sie im Grunde genommen auf eine fatale Weise an Gewalt, an Militär und an Blut gewöhnt? Man ist teilweise an Gewalt gewöhnt. Es gibt im Osten der Türkei Krieg. Man ist gewöhnt, dass jeden Tag in den Nachrichten Tote gezählt werden. Es melden sich Menschen zu Wort und sagen, wir wollen nicht mehr, dass Kinder sterben. Die Leute sollen nicht sterben. Und bei einer Live-Sendung, als ein Moderator von einer Frau angerufen wurde und die Frau gesagt hat, wir wollen nicht, dass Kinder sterben, hat es einen Rattenschwanz jetzt an Problemen gegeben, weil dieser Moderator, der vergleichbar ist wie unser Thomas Gottschalk eine Magazinsendung macht, musste sich entschuldigen dafür, dass er dieser Frau Gelegenheit gegeben hat, sich so zu äußern. Und es wird jetzt gegen ihn ermittelt, wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation. Die Politik hat uns Polizisten in den vergangenen Jahren im Stich gelassen. Und Seyran Ateş, die Rechtsanwältin, fordert, von den Neuankömmlingen müssen wir Anpassung und Respekt verlangen, sonst nehmen sie uns nicht ernst. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Einen guten Abend auch in der Runde. Erste Viertelstunde, liebe Zuschauer, muss den Ereignissen in Istanbul gehören. Herr de Maizière, Sie waren gestern in Istanbul, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die türkische Regierung war sich sehr schnell sehr sicher, dass es sich um einen syrischen Attentäter handelt, der als Flüchtling ins Land gekommen ist. Hat Sie diese Schnelligkeit erstaunt in irgendeiner Form? Ich war da, um mir ein Bild zu machen, aber ich war auch da, um zu zeigen, dass wir Deutschen trauern mit unseren Landsleuten, die da zu Tode gekommen sind. Ich war mit zusammen mit dem türkischen Ministerpräsidenten, meinem Kollegen bei den Verletzten. Ich war am Tatort, wir haben dort Blumen niedergelegt. Respekt und Trauer ohne auch politische Begleitmusik an einem solchen Tag sind, glaube ich, auch wichtig. Wichtig und richtig. Zu Ihrer Frage. Natürlich war das schnell und die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Mein Kollege hat mir zugesagt, dass die von uns entsandten Mitarbeiter des Bundeskriminalamts vollen Zugang zu den Ermittlungsergebnissen bekommen. So ein Mann nochmal zu identifizieren, der einen Selbstmordanschlag macht, ist vielleicht nicht so schwer, vielleicht auch nicht schnell. Aber die Hintergründe, die Beschaffung, Bezüge nach Deutschland und all das, das muss jetzt sorgfältig sein. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Donnerstagabend, 22.17 Uhr, zweites deutsches Fernsehen. Live und Sie sind mit dabei. Sie wollten im Urlaub eine schöne Zeit in Istanbul erleben. Ein Selbstmordattentäter riss Sie mit in den Tod. Sie wollten feiern und auf das neue Jahr anstoßen. In Köln endete das in einem Albtraum von Gewalt. In dieser ersten Sendung 2016 hätten wir gerne über etwas anderes gesprochen, aber das neue Jahr beginnt wieder mit Terror und Angst. Das Leben der Deutschen ist gefährlicher geworden. Nach langen Jahren des Friedens auch lebensgefährlich? Ist es das, was Politiker meinen, wenn sie von einer Zeitenwende sprechen? Was muss der Staat für die Sicherheit seiner Bürger eigentlich tun? Strengere Gesetze gegen Straßengewalt, Abschiebung gegen Kriminalität? Oder müssen wir ganz einfach lernen, mit diesen neuen Gefahren zu leben? Darüber wollen wir reden mit diesen Gästen. Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, sagt, vor Terrorismus weichen wir nicht zurück und kriminelle Ausländer werden wir schneller abschieben. Bernd Ulrich,
Für den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit steht fest, auch ein verschärftes Abschiebungsrecht wird die Zahl der Flüchtlinge nicht nennenswert reduzieren. Guido Steinberg, der Islamwissenschaftler und Terrorismusexperte, sagt, meine größte Sorge ist, dass bei uns ein Anschlag passiert und dann die Flüchtlingsheime brennen. Cem Özdemir, der Grünen-Vorsitzende, stellt fest, Vorgehen und Kommunikation der Kölner Polizei waren ein Super-GAU. Wir müssen die Polizei besser ausstatten. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter erwidert, egal wer regiert, die Polizei aufgearbeitet werden, wenn es sie denn gibt. Mhm. Guido Steinberg ist bei uns, Islamwissenschaftler, Terrorismusexperte. Herr Steinberg, schon viel und häufig in dieser Sendung. Was spricht in Ihren Augen dafür, dass diese Analyse, diese schnelle Analyse der türkischen Behörden richtig ist und es sich um einen syrischen IS-Kämpfer handelt? Nun, vor allem spricht dafür, dass die türkische Regierung sich so sicher zu sein scheint. Der MIT, der türkische Nachrichtendienst, ist gut informiert über das, was in Syrien und in der Türkei in den ISIS-Netzwerken geschieht. Nicht zuletzt deshalb, weil es da in den letzten Jahren Kontakte gegeben hat. Trotzdem hat mich die Schnelligkeit dieser Information doch sehr gewundert. Das ist kaum möglich, dass man innerhalb von anderthalb Stunden so sicher sein kann, dass man dann den Ministerpräsidenten die Information reingibt, dem Präsidenten die Information reingibt. Ich vermute, dass da schon einige Informationen Vorlagen, möglicherweise Warnungen, bei denen man sich nicht so ganz sicher war, wie ernst zu nehmen die waren. Also, dass das einen Vorlauf hatte. Allerdings ist das Positive an diesem Ereignis, dass wir ja mehrere Anschläge im letzten Jahr hatten, bei denen wir ISIS vermuten oder den IS vermuten und die türkische Regierung selbst bei Anschlägen auf kurdische Ziele zunächst einmal gesagt hat, ja, es könnte die PKK sein oder es könnte der IS sein. Dass die türkische Regierung jetzt so schnell das Ziel IS identifiziert hat, zeigt meines Erachtens, dass es da im letzten Jahr einen Wandel gegeben hat, dass die Bedrohung durch den IS zum ersten Mal gesehen wird, dass auch die passive Unterstützung, die Duldung des IS-Nachschubs, der Logistik, die wir ja in den Jahren zuvor beobachten konnten, dass die möglicherweise jetzt endet. Und dabei müssen wir die Türkei packen, weil wir sie halt so sehr benötigen, um diese Organisation zu bekämpfen. Cem Özdemir ist bei uns, der Parteivorsitzende der Grünen. Herr Özdemir, was ist Ihre Erklärung dafür, dass noch vor der Identifizierung der Opfer dieser Täter feststand für die türkischen Behörden? Gibt es einen anderen, als sehr schnell für Aufklärung zu sorgen, um auch die negativen Auswirkungen für die Türkei in Grenzen zu halten? Also ich verfüge weder über türkische noch über deutsche Geheimdienstinformationen. Insofern würde ich da spekulieren, das will ich aber nicht machen. Was man aber weiß, das ist das, was Herr Steinberg ja auch angedeutet hat, dass die Türkei doch, sagen wir mal, einen etwas kuriosen Umgang hatte mit ISIS lange Zeit. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat man alle Gegner von Assad unterstützt, darunter eben auch ISIS. Sie wissen, dass Kollegen von Ihnen, Journalisten in der Türkei, im Gefängnis sitzen, weil sie darüber berichtet haben, dass der türkische Geheimdienst mutmaßlich Waffen, Unterstützungsmaterial an ISIS, an Islamisten dort transportiert hat. Sie haben darüber berichtet, dafür sitzen sie jetzt im Gefängnis. Insofern muss man wissen, das kann der Innenminister nicht sagen, aber ich kann und tue das sagen, dass wir es da mit der Türkei mit einem sehr schwierigen Partner zu tun haben. Ich teile die Einschätzung, wir brauchen die Türkei, nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, auch wenn wir ISIS besiegen, bekämpfen wollen, wenn wir Stabilität in der Region wollen. Aber ich gehe schon davon aus, dass man Ankara auch deutlich machen muss, es kann keine Doppelstrategien geben. Also man muss klar sein, dass man ISIS bekämpft, ohne jede Hintertür. In der Türkei halten sich viele Leute auf für ISIS. In der Türkei wurde bis vor kurzem noch ganz offen für ISIS rekrutiert. Was ist das für eine Partnerschaft? Ich erwarte von der Türkei, dass alle ISIS-Zellen vollständig bekämpft werden, dass es keine Rekrutierung gibt, dass sie da klar ist und vor allem auch im Kampf gegen ISIS. Wir sind ja dort tätig, wir unterstützen die Kurden im Nordirak. Wir werden nicht erfolgreich.